Logos bekannter Firmen beeinflussen unser tägliches Kaufverhalten. Vermutlich ohne, dass wir es unbedingt bemerken. Denn hat sich eine Marke einmal in unsere Köpfe eingebrannt, so braucht es keine aufwendigen Kampagnen oder berührende Fernsehspots mehr. Ein Blick auf das Logo reicht und wir kriegen Lust auf Burger oder Shopping. Doch die Logos der Marktführer waren nicht alle von Anfang an so gut konzipiert. Denn bei vielen war es ein langer Weg bis zum heutigen Design. Deshalb zeigen wir euch heute 5 berühmte Logos, die früher ganz anders aussahen. Viel Spaß! Nummer 5. Adidas. Als Adolf Dassler das Erfolgsunternehmen Adidas ins Leben ruft, ist er bereits 49 Jahre alt. Damals noch unter Adi Dassler Adidas Sportschuhfabrik bekannt, nahm er am 18. August 1949 mit 47 Mitarbeitern die Produktion eigener Schuhe auf. Am selben Tag ließ er noch das Markenkennzeichen der 3 Streifen eintragen. Zu Anfangszeiten war das Logo der Firma noch recht simpel. Die 3 Streifen wurden lediglich von der Verlängerung der beiden D-Stammstriche angedeutet. Doch der Weg zum heutigen, in allen Köpfen verankerten Logo ist lang, denn zwischenzeitlich gibt es mehrere Neuentwürfe. Im Jahr 1972, als die Olympischen Spiele in Deutschland stattfinden, stellt Adidas sein berühmtes Dreiblatt vor. Damals stand es für Leistung und Diversität, wird als Markenlogo später jedoch von der heute bekannten Version abgelöst. Nichtsdestotrotz ist das Dreiblatt immer noch sehr präsent, denn es ist zum Markenzeichen der Originals-Kollektion geworden und steht für Lifestyle und Straße. Auch beim neuen Logo des Schuhgiganten, das 1997 eingeführt wurde, kamen wieder die 3 Balken zum Einsatz, welche gemeinsam die Form eines Berges bilden. Kein Zufall, er soll als Symbol der Herausforderungen und angestrebten Ziele stehen. Dabei stehen die 3 Balken für unterschiedliche Etappen auf diesem Weg. Gut zu wissen. Machen wir weiter mit der Nummer 4, Apple Inc. Der angebissene Apfel von Apple, der bereits seit 1977 in verschiedenen Versionen die Firma schmückt. Doch betrachtet man das allererste Logo des Technikkonzerns, so sieht man überhaupt keine Ähnlichkeit zu seinem Nachfolger. Das damals sehr kleinteilige Bild, das Isaac Newton unter einem Apfelbaum zeigt, eine Anspielung auf die Entdeckung der Schwerkraft. Jedoch wurde schnell festgestellt, dass sich der Druck solcher filigranen Abbildungen schwierig gestaltet. Etwas Simpleres musste her und so wurde Rob Janoff ins Boot geholt, der den angebissenen Apfel entwickelte. Doch warum handelt es sich gerade um einen angebissenen, nicht komplett intakten Apfel? Die Erklärung, dass es sich hier um ein Wortspiel handelt, da To Byte Ähnlichkeiten mit dem Computer Byte aufweist, ist sehr geläufig. Jedoch ist die Erzählung von Janoff selbst sehr viel amüsanter. Dieser erklärt die Optik des Apfels nämlich folgendermaßen. Der Biss sollte klar machen, dass es sich um einen Apfel handelt, nicht um eine Kirsche, und außerdem kann jeder etwas mit der Vorstellung anfangen, herzhaft in einen Apfel zu beißen. Klingt blöd, ist aber so. Doch wer braucht schon eine tiefgründige Erklärung, wenn ein Logo einfach so zeitlos ist? Und die Nummer 3. Burger King. Kaum zu glauben, aber dieses abstruse kleine Männchen mit Softdrink in der Hand auf einem Burger sitzend, zierte ganze 12 Jahre lang die Marke Burger King. Was heutzutage wie eine Parodie wirkt, war damals der erste Schritt zum heutigen Logo. Denn die davor verwendeten Schriftmarken hatten eher weniger mit Burger und Farbe am Hut. Oder würdet ihr bei einer scheinbar aufgehenden Sonne Appetit auf Fastfood kriegen? Wohl eher nicht. Kein Wunder also, dass der Konzern entschloss, den Burger mit ins Logo zu nehmen. Der kleine König ist zum Glück irgendwann verschwunden, denn ab 1969 kam ein neues Logo zum Einsatz, das dem momentanen schon etwas näher kam. Ein roter Burger King Schriftzug zwischen 2 Burgerbrötchen, simpel und einprägsam. Über die Jahre wurde die Schrift angepasst und mit einem leichten Schwung dynamischer gemacht. Die Brötchen haben durch Lichtreflexe etwas mehr Volumen bekommen und das Ganze wird nun von einem blauen Streifen umkreist. Ja, das scheint zu funktionieren, denn seit 1999 blieb das Logo unverändert. Weiter geht's mit der Nummer 2. Instagram. Vor kurzem war es in aller Munde. Die beliebte Fotoplattform Instagram hat sich ein neues Logo zugelegt. Während der Konzern selbst sehr positiv und enthusiastisch mit der Veränderung umging, hagelte es seitens der Nutzer Kritik. Das alte Logo im Retro-Design erinnerte an die Erscheinung der kultigen Lomo-Kameras und war bei der Community aufgrund des sympathischen Looks sehr beliebt. Ganz anders war es bei dem bunten Nachfolger, der fast gar nichts mehr mit seinem Vorbild zu tun hatte. Zwar blieben die Farben erhalten, jedoch wurde sich sehr oft über den Verlauf lustig gemacht, den wohl auch ein Kind in Word hätte zusammenklicken können. So wurde die neue Version zumindest in Memes
parodiert. Auch die Kamerasymbolik blieb jedoch im sehr minimalistischen Flat-Design. Mittlerweile hat sich die Diskussion um den Design-Flop des letzten Jahres zwar wieder beruhigt, jedoch scheint das neue Logo immer noch nicht so verankert zu sein, wie es das alte immer war. Und da sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1, McDonald's. Das McDonald's-Logo könnte nicht nur jedes Kind, sondern auch jeder Erwachsene sofort nachzeichnen. Denn es ist super einfach und einprägsam. Doch woher das goldene M eigentlich kommt, weiß kaum jemand der jungen Generation. Die Bogenform war zwar schon zu Anfangszeiten des Unternehmens ein wichtiger Bestandteil der Marke, jedoch kam sie noch nicht im Logo vor. Ein einfacher Schriftzug, McDonald's Famous Barbecue, war damals auf den Werbetafeln zu sehen. Denn das Hauptaugenmerk legten die McDonald's-Brüder auf die Architektur der Restaurants. Diese sollten nämlich schon von weitem zu erkennen sein. Und so entstanden zwei riesige gelbe Bögen, die jeweils links und rechts vom Boden bis über das Dach reichten. Während die Bögen an den Restaurants Anfang der 60er Jahre verschwanden, wurden sie als Grundlage für das neue Logo verwendet. Seither ziert das goldene M, das also in Wirklichkeit die beiden Bögen nebeneinander darstellt, die Marke McDonald's. Viele sehen in den beiden gelben Schwüngen auch Pommes oder sogar einen Busen. Hier könnt ihr euch jetzt noch zwei weitere Videos anschauen. Zum Ansehen einfach auf das jeweilige Video klicken. Das war's mal wieder für heute. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao.